Es geht weiter bei Heart of Darkness nach der lustigen Sequenz in der letzten Folge. Und jetzt sind wir hier im Sumpf, wo wir wahrscheinlich einige witzige Überraschungen erleben werden. Denn man muss im Spiel wirklich lassen, dass die einzelnen Bildschirme, durch die wir uns hier bewegen, tatsächlich sehr abwechslungsreich sind. Und wie in den Kommentaren schon richtig gesagt wurde, ist es sehr Trial- und Error-lastig. Boah, ja. Und da haben wir auch schon direkt. Als hätte ich es extra gemacht, habe ich aber nicht. Traurig aber wahr. Haben wir auch schon direkt den Proof. Jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein. Dafür. So, nochmal versuchen. Diesmal bleibst du bitte stehen, Andy. Danke. Was? Das war doch wohl weit genug. Ja, super. Ich bin übrigens ganz froh, dass es nicht für jeden Tod eine Animation gibt. Also so ein Video, wie wir das am Anfang hatten. Och, das gibt es doch nicht. Also wo der da die Klippe runtergefallen ist, das wäre doch ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. So. Andy, Mensch. Wir kriegen das noch hin. Keine Sorge. So. Mampf und rüber. Sag mal. Was? Ja, ich sag da gar nichts mehr zu. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Tut einfach so, als wäre das jetzt hier das erste Mal, dass wir hier rüber gehen. Jetzt mampft diesen komischen fliegenden Wackelpudding da weg. So, jetzt haben wir es. So, dann klettern wir hier hoch. Okay. Nein, zu spät losgelassen. Ach ja, wo fangen wir jetzt wieder an? Aber doch nicht wieder bei den Steinen. Natürlich! Ja, ich weiß übrigens noch nicht, wie viele Versuche ich euch dann wirklich zeige. Es kommt auf den Commentary an. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wenn es interessant ist, beziehungsweise wenn ich interessant finde, was ich hier erzähle, das klingt so selbstverliebt, dann werde ich das auf jeden Fall drin lassen, aber irgendwie, irgendwann gehen einem dann auch mal die Sprüche aus, ja. Ihr kennt das. Irgendwann ist man sogar mit seinem, nicht mehr mit seinem Latein, sondern mit seinem Deutsch am Ende und dann wird's düster als Let's Player. So. Gehen wir hier wieder rüber und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Die Stelle hier ist in der Tat etwas knifflig, weil man halt beim dritten Mal richtig abspringen muss. So. Da war nämlich so ein komischer Peniswurm da im Wasser. Okay. Die Stelle hier ist übrigens auch höchst seltsam. Wir haben hier diese komischen Fliegedinger, diese Schergen vom dunklen Lord oder wie man ihn nennen möchte. Und die möchten uns nämlich kidnappen. Und da wir hier im Wasser sind, können wir uns aber vor denen wegducken. Hat bei mir, als ich das damals gespielt habe, soweit ich... Ach, komm schon. Der hat jetzt aber früh zugeschlagen. Das ist übrigens komisch. Die brechen uns das Genick, obwohl sie uns eigentlich lebend bringen sollten. Das hatte man ja in der Sequenz gesehen am Ende der letzten Folge. Da habe ich, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, damals wirklich lange gebraucht, um das rauszufinden, was die da eigentlich von mir wollen. Warte mal. So. Oh, gerade backt irgendwie der Sound rum. Ich finde übrigens die Hintergrundgeräusche ziemlich cool von dem Sumpflevel. So. Und weil diese Viecher hier nämlich totalen Gamer sind, mögen die kein Sonnenlicht. Und wir gehen einfach weiter. Unbehelligt. Der war gut, wa? So.
Warte mal, hier konnte man glauben. Nee, da muss ich von oben ran. Wenn wir jetzt hier reingehen, in diese lustige Höhle. Nein, warte mal. Genau, wir müssen warten, bis der am Fressen ist. Und dann können wir hier diese fliegenden Puddings ein bisschen zum Leben erwecken. Und dann gehen wir hier wieder raus. Sprinten zurück. Mit dem Sprinten ist unnötig, aber wir machen es trotzdem. Einfach just for the style und so. Scheiße. So. Dann, ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was es bringt. Wahrscheinlich schalten wir damit eine von den fleischfressenden Pflanzen ganz oben aus, wenn wir da dran springen und die runterziehen. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, welche von denen das ist. So, laufen wir doch hier rein. Ja, ich glaube, hier war irgendwo dann noch eine, die uns Probleme bereitet hätte. So, wir warten, bis die am Fressen ist. Und dann springen wir einfach ganz schnell rüber. Okidoki. Oh Gott. Nein, das war jetzt natürlich Quatsch. Wir müssen natürlich warten, bis die fertig da sind. Und nein, bis die angefangen haben zu fressen. Nicht, bis sie fertig sind mit Fressen. Oh nö, jetzt fangen wir hier wieder an. So, und wir sind wieder in der Höhle. Und jetzt warten wir mal. Komm, friss. Wackelpudding-Glühwürmchen. Das sind strahlenverseuchte Wackelpudding-Glühwürmchen. Ich bleibe bei dieser Theorie. Ich finde sie wissenschaftlich höchst fundiert. So. Wenn der frisst, sind wir, glaube ich, halbwegs sicher. Fürs Erste. Okay. Das hat geklappt. Ach, diese Stelle. Die ist auch irgendwie total böse. Man könnte ja jetzt irgendwie denken, okay, hier liegt ein Stein. Versuchen wir den nochmal wegzuschieben. Geht nicht. Ne? Dann stehst du hier 10 Minuten und fragst dich, was wollen die eigentlich von mir? Fakt ist, man muss hier einfach hochklettern und diesen Stein wegschubsen. So, und dann kommt hier diese doch äußerst schmerzhaft aussehende Rutschpartie. Autsch. Ja, möchte nicht in Andys Haut stecken, wirklich nicht. So. Ich bleib jetzt mal einfach hängen, um euch mal was zu zeigen. Wobei, der bewegt sich anscheinend nicht, wenn wir nicht schwingen. Ah ne, okay, ich dachte, man wird gefressen irgendwann, wenn man einfach hängen bleibt. Scheint man aber nicht. Okay, wir müssen hier schnell sein, denn das Vieh ist hinter uns her. Dieser komische Raketenwurm der Wasseredition. Und deswegen laufen wir einfach mal weiter. Und hier können wir, glaube ich, hoch. Ja, es geht immer tiefer in den Dschungel hinein. Hier? Ne, hier geht's gar nicht weiter. Gerade gucken. Weiter hochklettern einfach. Ja. So. Und hier haben wir dieses komische Vieh, dem wir jetzt helfen. Hallo. Ich bin Andy. Andy! Überraschung! Hoppla! Das war klasse! Bist du ein Akrobat? Akrobat? Der ist voll süß. Kumpel! Kumpel und weiter? Kumpel, Kumpel! Mann! Ich finde den toll. Das sieht aber gruselig aus. Dunkles Königreich! Will ich hin! Das war aber eine kurze Flugrunde.
So, und wir sind im nächsten Level. Unter Wasser. Können wir eigentlich auftauchen? Nein, dann sterben wir. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so lange oben bleiben. Denn da kommen diese Dinger runter. Wenn wir jetzt hier nach rechts schwimmen. Ja, ich wollte euch eigentlich das erst gleich zeigen. Dann sehen wir, dass hier unten, dass es hier gerade noch nicht weitergeht. Das heißt, wir müssen zuerst nach links zu diesem lustigen grünen Stein. Und den einmal angrabbeln. Reicht, wenn man das einmal macht. Jetzt sind wir nämlich aufgeladen mit lustiger grüner Energie. Aber obwohl das eigentlich nichts damit zu tun hat, ist jetzt trotzdem hier dieser Gang offen. Einfach um uns zu zwingen, da einmal dran zu krabbeln an diesen grünen Stein. Hätte man sich was Besseres ausdenken können, aber sie haben es nicht getan. Egal, wir schwimmen jetzt hier diesen darmartigen Unterwassergang entlang. Und Andy kann tatsächlich ertrinken. Aber das dauert eine ganze Weile. Ich habe das mal versucht. Vorsicht. Mir ist das, glaube ich, noch nie passiert. So oft ich dieses Spiel auch gespielt habe. Und wenn man das wirklich mal, ja, erzwingen will, dann dauert das bestimmt eine Minute oder noch länger. Okay, wir haben lustige grüne Energie. Und können jetzt grüne Feuerbälle schleudern. So Hexenmeister Chaos-Blitz-Dinger. Und wir können das Ding übrigens auch aufladen, indem wir zwei Tasten gleichzeitig drücken. Und damit können wir Hindernisse entfernen. So. Okay, und was wir noch damit können, ist Pflanzen zum Leben erwecken. Mal gerade was probieren. Mit dem kleinen Strahl oder mit dem kurzen geht es nicht. Aber wir können mit dem kurzen noch andere Dinge tun. Ich glaube, wir können damit... Nee, Andy. Ach so, ich muss abspringen. Okay. Okay. Ups. So. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Becken mit liebenswürdigen kleinen Viechern. Ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn wir da reinfallen. Ja, dann werden wir dematerialisiert, restlos aufgefressen von den Viechern. Kein schöner Anblick, würde ich mal sagen, aber es gibt ja Mittel und Wege, dem Ganzen zu entgehen. Und jetzt muss ich das hier nochmal machen. Ob es das jetzt wert war, weiß ich nicht, euch den Tod zu zeigen. Aber was ich in der ersten Folge noch nicht gesagt habe, einer der Gründe, warum ich dieses warum ich dieses Spiel so toll finde, weil es einfach ganz toll animiert ist. Trotz dieser sehr klassischen 8-Bit-Grafik erkennt man alles sehr, sehr gut und vor allen Dingen sind eben auch die Animationen sehr aufwendig gemacht. Also man sieht es ja daran, wie Andy sich bewegt. Das Springen, das Laufen ist alles, hat alles irgendwie ganz tolle Übergänge. Ups, ich wollte jetzt eigentlich nicht wieder zurück. Mir gefällt es total gut, immer schon. Und ich finde, deswegen ist es auch einer der Klassiker, die man immer mal wieder spielen kann. So. Wir müssen diesen Samen nach rechts schwimmen lassen. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne, dass das Wasser eine Strömung hat. Das sieht man ja eigentlich so gar nicht. So. Ne, Moment. Jetzt habe ich... Ups. Das ist auch so gemein, dass man von der Wand abprallt. So, wir haben den zum Leben erweckt und jetzt kommt das Schwierige. Den habe ich auch des Öfteren nicht geschafft, diesen Sprung. Ah, diesmal sei es mir aber vergönnt. Sehr schön. So. Nächster Bildschirm. Und wir sind wieder im Wasser. Runter da. Wir tauchen wieder. Oh, und jetzt kommen hier nämlich die ersten Viecher mit. Das hier ist jetzt so ein bisschen Mario-mäßig, finde ich. Ich glaube, da gab es auch so Strömungen, die einen dann Richtung Stacheln
gescheucht haben und so. So, runter. Wir müssen halt warten, bis die Viecher uns in Ruhe lassen. Bin gerade am Überlegen, ob ich euch den Tod auch mal kurz zeige. So, Luft holen ist wichtig. Auch wenn man da vielleicht so nicht drauf kommt, aber das sollte man schon machen. Und hier runter. Wichtig ist hier auch, dass man sich richtig, richtig dreht. Und nächster Bildschirm. Ja, das hat hier irgendwie echt ein bisschen was von Darmwindungen. Ich komme mir vor wie so ein Darmparasit, der sich hier durchschlängelt. So ein, keine Ahnung, so ein Bandwurm oder so. Und da oben seht ihr, ist wieder ein Luftloch. Da können wir gleich mal kurz hintauchen. Andererseits braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Hier warte ich mal kurz. So. Die Schlabberviecher. Oh Gott. Moment. Ja. Schnell, schnell, schnell. Okay. Hier, das ist echt ein bisschen knifflig. Ich hoffe, dass ich das jetzt auf Anhieb schaffe. Ah. Ja, geschafft. Sehr gut. Und hoch da. Ja, das mit dem Luftholen ist halt irgendwie so, wenn man sich jetzt Zeit lassen will bei diesen Schlabberdingern. Oh, oh, ich glaube, das... Doch, schaffe ich. Okay. So, das hier ist gemein. Man könnte ja meinen, okay, die sind aus, da könnte ich jetzt direkt hoch, aber die kommen dann nochmal rausgeschlubbert. So, und wir sind wieder außerhalb des Wassers. Und was uns im nächsten oder in diesem Bildschirm erwartet, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, da zuzuschauen, wie ich mich ein bisschen mit diesem Spiel quäle. Nein, es macht echt Spaß, muss ich sagen, es mal wieder zu spielen. Macht's gut!